Im Kino sind die Füchse los! Wir sind Ralf und Michaela. Mit unserem Hund Mila planen wir ein Leben in unserem Wohnmobil Ifu. Bis es soweit ist, könnt ihr uns begleiten. Wir zeigen euch, wie wir leben und wie wir reisen. Willkommen im neuen Video. Hallo! Wir sind nur 4 Kilometer weiter gefahren und stehen jetzt an unserem neuen Standort. Genau. Wir haben hier einen tollen Platz gefunden. Wir stehen hier ganz alleine. Um uns Wald und Wiese und halt dieses Fort Fun. Ja. Und das ist jetzt der Platz, wo wir eigentlich ursprünglich hinfahren wollten, zur Plästerlegge. Das ist ein Wasserfall, der größte Wasserfall in Nordrhein-Westfalen, natürlich in Hersprungs. Den wollten wir uns ganz zu Anfang schon angucken, aber da sind wir ja auf diesem Stellplatz von dem Bergwerk gelandet und da sind wir auch 2 Nächte geblieben. Wir wandern jetzt mal los und gucken, was wir so erleben zwischendurch. Bis genau. Gleich. Hast du mich schön gefilmt? Von hinten, ja. Jetzt filme ich uns gerade. Ach so. Ich muss auch sagen, wie du heimlich filmst. Richtig schön. Mila kraxelt natürlich hier runter, um zu gucken, ob sie irgendwo drankommt. Typisch unser Hund. Ein Entdeckerhund, ein neugieriger Entdeckerhund. Hier liegt noch ein bisschen mehr Eis und Schnee. Und das Wasser gefriert am Felsen. Scheint aber zu tauchen. Sind wir wieder falsch? Nee. Nee? Geht hier alles schnell wieder voran. Ach so. Sieht schön aus, ne? Man könnte meinen, wir wären im tiefsten Winter. Dabei ist es in der Sonne wirklich schon richtig schön warm. Da hinten ist noch die Sonne. Und wir liegen hier so im Schatten, dass deshalb wahrscheinlich hier der ganze Schnee noch so liegt. Dass die Sonne es noch nicht schafft, bis hier hinzukommen.
Was hast du denn gefilmt? Sagt, wir sollen einmal quer durch den Wald. Da geht es ganz schön steil berghoch. Dann geh mal vor. Ja. Abenteuer pur hier heute. Ich zeig mal. Okay. So weit sind wir schon. Irgendwo in dem Tourvortrag hat er auch gesagt, dieses Stück hat es in sich. Ja, man merkt. Ich glaube, der meint dieses Stück. Ja, ich glaube es auch. Na, Mili, kannst du noch? Kraxel. Ein Bergsteigerhund. Ich mach mal aus. Mein Gejapse muss sich auch niemand anhören. Ich werd verrückt. Wir sind jetzt wieder im Wohnmobil. Wir sind eine richtig schöne Runde gewandert. Insgesamt 8 Kilometer waren es. Ja, hat Spaß gemacht. Teilweise ein bisschen anspruchsvoll, wie wir den Berg da hochgekraxelt sind und ja, war aber trotzdem nett. Ich bin hier ein bisschen den Film am Schneiden und Ralf ist schon angefangen, unser Brötchenteig vorzubereiten. Ja, vielleicht sagt er jetzt noch ein bisschen was dazu. Ich werde mal die Kamera auf Ralf richten. Ja, hallo. Genau. Bei uns gibt's sonntagsmorgens. Ich bin gar nicht im Bild. Warte, ich mach mal Bilder. Gar nicht im Bild. So. So, jetzt bin ich im Bild. Ja, ich mach mal ein bisschen tiefer. Warte. Ach. Ich warte. Oh Gott. So, jetzt kann man dich auch sehen und die Schüssel. Gut, dann viel Spaß. Ich mach hier weiter. Okay. Bei uns gibt's sonntagsmorgens immer selbstgebackene Brötchen. Wir sind damit angefangen, seit wir unseren Omnia haben. Da haben wir zum ersten Mal Brötchen gemacht, im Wohnmobil. Und weil das so einfach ist und weil das so lecker ist, machen wir das jetzt zu Hause sogar auch. Das heißt, samstagsabends bereite ich den Teig vor, was ich jetzt gerade mache. Der kommt dann im Kühlschrank bis morgen früh. Und dann gibt es morgen früh leckere Brötchen. Wie machst du den Teig?
Das ist ein ganz einfacher Teig, da ist nicht viel Besonderes drin. Da ist einfach nur Mehl drin, 375 Gramm Mehl, ein Esslöffel, ein Teelöffel Salz, ein halber Würfel Hefe und ein bisschen lauwarmes Wasser. Ich mache immer noch einen halben Löffel Zucker oder jetzt in diesem Fall Honig mit da rein, damit die Hefe schön gehen kann oder der Teig nachher schön gehen kann. Ja. Ja, und braucht man kein Rührgerät für, können wir alles mit der Hand machen, ne? Kann man alles mit der Hand machen, ja. Ja, genau. Ist ja auch immer wichtig für uns Wohnmobilisten, so wenig Strom wie möglich zu gebrauchen. Ja. Morgen früh können wir ja mal zeigen, wie die Brötchen aussehen, wenn du die formst, ne? Dann würde ich sagen, dann filmen wir da noch mal ein bisschen. Morgen früh geht's wieder weiter mit den Brötchen. Okay. Ja, dann einen schönen Abend. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Schönes T-Shirt. Cool, ne? Wo hast du das denn her? Habe ich Geschenk gekriegt. Wann? Zu Weihnachten. Oh, okay. Schönes Geschenk. Habe ich auch von meiner Frau gekriegt. Wieder super gut und ruhig an diesem schönen Platz geschlafen. Ja, hier ist also absolute Stille. Hier war nichts zu hören, gar nichts. Es war schon fast unheimlich und es war stockdunkel hier. Also wir haben wirklich super gepennt. Ich habe mich ins Bett gelegt und war innerhalb von 5 Minuten verschwunden. Ja, das geht bei dir sowieso immer schnell. Ich brauche da schon mal ein bisschen länger für. Genau, und jetzt haben wir uns hier ein leckeres Frühstück vorbereitet. Und das frühstücken wir jetzt. Wir werden dann nachher leider den Heimweg antreten müssen, weil das Wochenende schon wieder um ist. Und eventuell fahren wir auf dem Weg zurück noch eine Station an. Aber das wissen wir noch nicht. Das schauen wir mal. Das werdet ihr dann sehen. Genau. Ne? Gut, dann essen wir jetzt erstmal. Ich habe Hunger, ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir sind jetzt 20 Kilometer weitergefahren und sind jetzt bei dem Bruchhauserstein. Genau, Bruchhauserstein heißt das. Ralf ist gerade am Bezahlen. Kostet Parkgebühren und Eintritt. Also wir sind mal gespannt, ob es sich lohnt. Wir nehmen euch wieder mit. Bis gleich. War denn noch so lange? Was war denn noch so lange? Ich musste das Parkticket im Auto reinlegen. Ah, okay.
Und was hast du jetzt bezahlt? 14,50 Euro. Ja, 5,50 Euro pro Person, ne? Ja, und 3,50 Euro parken. Da bin ich mal gespannt, oder? Ja, also. Ich glaube, das hätte man auch billiger hingekriegt, wenn man unten geparkt hätte, aber gut. Ja, dann so viel Zeit haben wir ja heute leider nicht mehr, dass wir noch so eine große Wanderung machen können, ne? Ist halt so. Dafür, dass man noch einen Berg steigen darf, finde ich schon happig. Ja. Ein besonderer Berg, mal schauen. Da müsste der Müllertal müsste dann ja 3000 Euro kosten. Du hast es noch nicht gesehen. Ja. Ganz nett gemacht. Immer wieder sind hier auf dem Rundweg Schilder und Lerntafeln. Also ich denke mal besonders mit Kindern ganz interessant, aber auch anstrengend. Wie man sieht, ich bin schon ganz rot im Gesicht. Ja, hinter mir hat einer geschnauft wie eine alte Lokomotive. Hallo? Hochzukommen? Ja. Okay. Also das ist jetzt nicht die ganze Zeit so ein Handlauf, da musst du schon ein bisschen selber gucken, wo du hintrittst. Okay. Dann kann ich gleich mal ausprobieren. Meinst du, kann ich dabei filmen, wenn ich hochgehe? Nee. Nee? Gar nicht? Nein. Ein Stück? Nee. Wenn du oben bist, kannst du vielleicht filmen. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt mal hoch und probiere mal aus. Okay. Pass aber auf. Hier habe ich kein Geländer mehr. Jetzt stoppe ich die Aufnahme und muss mich festhalten. Ich mache gleich nochmal an, wenn ich oben bin. Traumhaft schön. Wow. Die Runde ist beendet, wir sind wieder zurück im Wohnmobil. War eine tolle Runde, hat Spaß gemacht. Ja, auch anspruchsvoll, wenn man die Felsen hoch möchte. Muss man ja nicht unbedingt, aber auch so, der Weg war schon ziemlich modderig. Ja, man brauchte festes Schuhwerk. Hinter uns ist auch jemand hingefallen. Teilweise sogar noch vereiste Stellen. Ja, wir trinken jetzt noch einen Kaffee. Ralf guckt sich gerade seine Fotos an. Und dann fahren wir nach Hause und ja, dann sehen wir uns da später. Nochmal eben so zum Preis. Also wir fanden es schon ziemlich teuer. In dem Infohäuschen ist zwar eine Ausstellung, die haben wir uns aber nicht angeguckt. Die hätte uns, glaube ich, auch nicht so interessiert. Der Weg war toll gemacht mit den
schildern oder dass man gesehen hat, wie alt ist ein Baum oder wie, welche Vogelarten leben hier, was fressen die. Das war echt nett. Ja, ein bisschen was mussten sie halt auch bieten für das Geld, finden wir. Wir glauben oder wir wissen, wir haben das auch gesehen, das gingen immer noch verschiedene andere Wege auf diesem Rundweg drauf. Wenn man von einer anderen Stelle gekommen wäre, hätte man mit Sicherheit keinen Eintritt gezahlt. Dann hätte man irgendwo am Wanderparkplatz geparkt und wäre dann die Runde gelaufen. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben also keine Runde irgendwo rausgesucht, weil wir nicht ganz so viel Zeit hatten, da jetzt irgendwie noch 2-3 Stunden hinzuwandern, weil wir ja gleich noch nach Hause fahren. Wir haben jetzt auch schon, wie spät haben wir? 3:30, genau. Genau, bis wir dann hier weg sind und zu Hause sind und wir müssen ja auch noch entsorgen fahren. Da werde ich dann auch noch mal eben filmen, werde euch zeigen, wo wir entsorgen. Das ist ein Stellplatz, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Gut, ich würde sagen, bis später. Ciao. Das auch noch mal tschüss. Tschüss. So, wie ihr hinter mir sehen könnt aus dem Fenster, sieht man nichts mehr. Wir sind länger gefahren als gedacht und jetzt ist es hier dunkel an der Entsorgungsstation und ich kann nicht mehr filmen. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So rum. Irgendwann kann ich den Stellplatz ja gerne noch mal vorstellen. Ich kann schon mal verraten, wir sind hier in Rees auf einem städtischen Stellplatz, ziemlich zentral. Von hier aus kann man schnell auf dem Deich Vitzen in alle Richtungen. Wunderschön. Also das hat schon was. Ihr könnt ja einfach mal in den Kommentaren schreiben, ob es euch interessiert, dass wir den Stellplatz mal zeigen und ein bisschen vorstellen. Vielleicht habt ihr ja gar kein Interesse dran, dann mache ich es halt nicht. Gut, ja, was ich noch sagen wollte, da spreche ich auch im Namen von Ralf, der ist gerade draußen am Entsorgen. Wir waren überwältigt von den ganzen Kommentaren unserer ersten beiden Videos. Boah, da haben wir wirklich nicht mit gerechnet und so lieb und nett und ja, also wirklich, das macht uns richtig glücklich, ein Feedback zu bekommen. Und wir wissen, nichts ist perfekt, aber es kommt irgendwie an und ihr mögt es. Und ja, das freut uns wirklich. Ein dickes Herz schicke ich an euch und ein Dankeschön. Und ja, das freut uns wirklich sehr. Wir enden jetzt dieses Video. Beim nächsten Mal haben Ralf und ich Urlaub. Da sind wir dann 1,5 Wochen unterwegs. Dann nehmen wir euch mit. Ich verrate jetzt noch nicht, wo es hingeht, weil ganz genau wissen wir es auch noch nicht. Wir sind da immer recht spontan, haben so eine kleine Ahnung, was wir machen wollen. Ob es dann klappt oder nicht, wird sich dann zeigen einfach. Ja, ich sag dann jetzt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Daumen hoch, abonniert uns und danke. Tschüss.